Lithos heißt Stein auf Griechisch. Aber nur hier in den Steinbrüchen von Solnhofen findet man die für die Lithografie notwendige Steinqualität. Entstanden ist der einzigartige Solnhofer Plattenkalk vor rund 150 Millionen Jahren mit der Verlandung des Jurameers. Während der Blütezeit des Steindrucks im 19. und frühen 20. Jahrhundert lebte die ganze Region vom Abbau und der Fertigung von Lithografiesteinen, die von Solnhofen in die Welt exportiert wurden. Auch heute werden die ebenmäßigen Kalksteinplatten in Solnhofen von Hand gebrochen. Allerdings kaum mehr für die Lithografie. Diese Steine hier sind für den Bau bestimmt, wo sie als Zier- und Natursteine allerdings in wesentlich dünnerer Qualität nach wie vor sehr gefragt sind. Steinplatten für die Lithografie sind heute ein Nischenprodukt. Deshalb wird nicht speziell nach richtig dicken Platten gesucht. Solnhofer Plattenkalk ist bruchfest, feinporig und er kann Fett und Wasser gleichermaßen aufnehmen. Das macht ihn so einzigartig. Damit ein Stein schließlich für die Lithografie verwendet werden kann, braucht es aber mehr. Für einen guten Lithostein brauchen wir einen dicken Stein, einen hellen Kern, gute Oberfläche hintervon und 1A Material, ohne Felder. Aber zum Arbeiten, ne, haben uns die dünnen Steine lieber, weil von Gewicht her einen ganzen Tag das halt doch auf den Körper geht. Und die dünnen Steine kosten vom Preis her fast dasselbe wie die dicken. Gehen aber relativ leichter zum Abbauen. Ne? Die Solnhofer Stone Group ist weltweit die einzige Firma, wo das aufwendige Schleifen von Lithografiesteinen noch betrieben wird. Ob sich ein Stein wirklich eignet, zeigt sich oft erst bei der Bearbeitung. Also das ist ein Fehler im Stein, den kann ich für den Lithografiestein nicht mit reinmachen. Und ich schaue halt, wie groß das ist, so groß wie möglich, dass ich es rausbringe. Weil kaum mehr richtig dicke Platten zur Verfügung stehen, werden heute nach der Bearbeitung oft zwei Steine übereinander geklebt, um die nötige Bruchfestigkeit zu erreichen. Die Seitenränder werden aufgeraut, um das Handling des Steins zu erleichtern. Heute werden Lithografiesteine nur noch auf Bestellung gefertigt. Große Steine sind eine Rarität geworden. Über 2 Jahre lang wartete ein Kunde auf dieses Exemplar. Offenbach war für die Lithografie und ihren Erfinder Senefelder ein Markstein. In Offenbach fand die erste kommerzielle Nutzung statt. Senefelder hatte das Verfahren Ende des 18. Jahrhunderts in München entwickelt, um seine Theaterstücke preisgünstig drucken zu können. Er war ja eigentlich Schauspieler und Theaterstückschreiber, hat ein kostengünstiges Verfahren zum Druck seiner Stücke gesucht. Bei diesen Experimenten ist er darauf gestoßen, dass er Steinplatten spiegelschriftlich beschriften kann und durch ein chemisches Verfahren. Thank you.
die Temperatur wie der Mensch selbst. Kälte, wenn der Mensch fröstelt, das mag auch kein Stein. Ich verstehe, unter sich wohlfühlen, in einer normalen Raumtemperatur, mit einer Luftfeuchte zwischen 55 und 65%, da fühlt sich der Stein wohl, da können wir gut drucken. Nun wird der Stein mit Fettfarbe eingefärbt. Das Schriftbild wird wieder sichtbar. Das zu bedruckende Blatt kommt nun direkt auf den Stein. Beim Druck mit der Stangenpresse wird besonders deutlich, wie die Farbe durch Druck direkt vom Stein aufs Papier übertragen wird. Ohne große Anstrengung können zwei Arbeiter mit der Stangenpresse in einem Tag bis zu 1200 Kopien herstellen, pries Senefelder seine Erfindung. Ein riesiger Fortschritt für die damalige Zeit. Ein Offenbacher Geschäftsmann erkannte das Potenzial dieses neuartigen Flachdruckverfahrens und verhalf ihm zum Durchbruch. Mit Zufall wollte es, dass der Offenbacher Musikverleger Johann Anton André 1799 auf der Durchreise durch München auf dem Weg nach Wien, wo er von der Mozart-Witwe Konstanze den verbliebenen Notennachlass Mozarts erwerben wollte und dann auch erworben hat, eine Zeitung gelesen hat, wo Senefelder das Patent für dieses Verfahren zum Kauf angeboten hat. Zum Druck der Mozart-Noten schloss André mit Senefelder 1799 einen Vertrag, der diesen verpflichtete, für den Betrag von 2000 Gulden in Offenbach eine Steindruckerei einzurichten. Damit legte Johann Anton André den Grundstein für ein prosperierendes Unternehmen. Er hatte 273 Werke von Mozart im Autograph. Viele davon sind noch nie gedruckt worden, auch lange Zeit nach dem Tod von Mozart. Unter anderem Kleine Nachtmusik, die Zauberflöte, die großen Opern waren eigentlich alle dabei, Klavierkonzerte. Also es war ein wirklich sehr umfangreiches Werk. Und André konnte Erstausgaben drucken von diesen Werken, weil er die Autographen hatte. Und er hatte sich auch sehr schnell darauf besonnen, dass es ein Vorteil sein kann, wenn man Noten ausgibt in Anlehnung an das handschriftliche Manuskript des Autors. Gepaart mit der Drucktechnik der Lithografie, die, nachdem die Erprobungsphase vorbei war, kann man sagen, ungefähr einen Kostenvorteil von 1:10 erbracht hatte. Wenn man das heute so übertragen kann, war natürlich eine hervorragende geschäftliche Basis für den prosperierenden Verlag.